Sie sehen es hier, es ist gigantisch. Das größte Kreuzfahrtschiff der Welt ist aus dem Hafen von Miami im US-Bundesstaat Florida zu seiner Jungfernfahrt ausgelaufen. Begleitet von einem Feuerwerk verließ die Icon of the Seas, zu Deutsch Ikone der Meere, ihren Heimathafen. Das gut 360 Meter lange Schiff verfügt über 20 Decks und hat neben der 2350-köpfigen Crew Platz für bis zu 7600 Passagiere. An Bord unter anderem 7 Swimmingpools, Wasserrutschen, eine Eislaufbahn, ein Theater sowie stolze 40 Restaurants und Bars.